meinem Kanal und natürlich auch herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Es ist heute eine 2-in-1 Frisur geworden. Also ich schaue super, super gerne Frisuren-Tutorials auf YouTube an und hole mir dort immer sehr gerne Inspirationen, wie ich meine Haare besser stylen kann. Und ich hoffe, ich habe heute für euch auch einen super Tipp. Und zwar zeige ich euch eine Frisur, die ihr abwandeln könnt in eine zweite Frisur und wünsche euch natürlich ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. So, also ich habe meine Haare schon etwas antupiert, also der Hinterkopf ist ein bisschen voluminöser dadurch. Und ihr benötigt ein Haargummi und so ein paar Bobbypins. Ich kann jetzt noch nicht genau sagen, wie viele, das ist nämlich immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Haare fallen. Manchmal brauche ich weniger, manchmal brauche ich ein paar mehr. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall ist es, wie eben schon gesagt, eine 2-in-1 Frisur, die gar nicht so schwer ist. Ich mache im Hintergrund einmal schnell die Tür zu, weil meine Haare sehr dunkel sind und der Hintergrund allgemein sehr dunkel ist. Und dann erkennt ihr wahrscheinlich nicht so viel, leider. Bei blonden Haaren ist das ja immer ein Vorteil. Wir beginnen damit, dass ich vom Deckhaar eine große Strähne abteile, also von vorne. Mache daraus nochmal 2 Strähnen. Und drehe das Ganze ein und nehme jedes Mal eine Strähne wieder neu dazu und drehe das wirklich straff an der Kopfhaut entlang, weil sich das nachher eh noch ein bisschen auflockert. Und das mache ich wirklich bis zum Hinterkopf, also bis zur Mitte des Hinterkopfes, wenn dann die zweite Partie kommt. Ich habe das jetzt wirklich bis zum Hinterkopf runter gezwirbelt, sozusagen. Jetzt nehme ich mir einfach das Haargummi und wickele hier einen kleinen Dutt rein, damit sich das nicht gleich wieder aufdreht. Und dadurch wird das hier oben auch schon wieder ein bisschen lockerer. So, zack, so bleibt das jetzt erstmal hängen und wir machen die zweite Seite. Genau mit derselben Technik eigentlich. Ich nehme mir wieder von hier oben eine großzügige Strähne. Mache daraus wieder 2 Strähnen und lege die genau wie eben wieder immer übereinander und nehme eine neue Strähne von vorne dazu. Das auch auf dieser Seite gemacht. Das halte ich jetzt fest, nehme mir diese Strähne dazu, öffne den Dutt und mache daraus jetzt einen Pferdeschwanz mit diesem Zopfgummi. Grabe ich mir hier so ein kleines Löchlein. Wo ich den Pferdeschwanz durchstecke. Und ziehe das Ganze noch mal. Was ich persönlich immer noch ganz schön finde, ist, wenn ihr euch ein paar Strähnen hier vorne noch mit rauszieht. Und das sieht dann immer nicht so, also sieht so unperfekt aus. Und das gefällt mir persönlich immer sehr gut. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. So ganz dünne nur, so
dass es halt so ein bisschen locker aussieht. Und auf der anderen Seite auch nochmal. So, mein Glätteisen ist auch gerade heiß geworden. Ihr könnt das Ganze nämlich auch noch ein bisschen locken. Es ist hinten nun bei mir auch sehr glatt. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr eventuell ein paar Naturlocken habt. Steht mir das Strähnen hier so ab. Ob ihr eventuell Naturlocken habt, dann braucht ihr es natürlich nicht. Meine Haare sind sehr glatt, wie man sehen kann. Und deswegen nehme ich dafür mein GHD-Glätteisen und mache mir noch ein paar Locken da rein. Und dann kommen wir auch schon zu der zweiten Frisur, die wir darauf aufbauen können. Also ich habe mir jetzt hier noch ein paar Locken reingedreht, wie ihr eben gerade im Schnelldurchlauf sehen konntet. Und ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal von hinten. Und das wäre dann Frisur Nummer 1. Diese Strähne hängt zwar sehr ab, aber das ist jetzt egal. Normalerweise sitzt die so wie die andere. Ich habe heute meine Haare frisch gewaschen, deswegen, ja, ignoriert das einfach. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach die zweite Frisur. Dafür sind jetzt diese Locken nicht unbedingt notwendig. Also, wenn ihr die zweite Frisur plant, könnt ihr euch eigentlich den Lockenschritt sparen. Sie ähnelt ein bisschen dieser Frisur, die ich schon mal hochgeladen habe. Meine Vintage-Frisur. Es ist halt noch ein bisschen anders. Und dafür benötigt ihr jetzt diese Bobbypins. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie viele wir jetzt brauchen. Ich habe hier so eine kleine Sammlung in einer kleinen Dose. Und ja, ich lege mir einfach mal ein paar zurück. Suche mir einfach mal ein paar raus und dann würde ich sagen, fangen wir an. Und ich drehe das Ganze hier etwas ein. Ziehe meine Hand raus und zwirbel mir das Ganze nach oben. Jetzt kommen die Bobbypins zum Einsatz und ich stecke das damit einfach nur ein bisschen fest. Fixiere ich natürlich auch nochmal mit Haarspray. Wie ihr ja wisst, liebe ich meine Babyhärchen natürlich nicht. Und die sprühe ich damit immer ganz praktisch weg und klebe es mir sozusagen an den Rest der Haare mit dran. Und dann ist die zweite Variante auch schon fertig und ich zeige euch das Ergebnis natürlich auch gerne nochmal von hinten. Das war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich konnte euch eine kleine Inspiration geben aus meiner 2-in-1 Frisur. Also ihr habt jetzt quasi zwei Frisuren, die ihr ausprobieren könnt. Und ich muss sagen, es macht wahnsinnig viel Spaß, auf YouTube meine Videos hochzuladen und euch damit auch Inspiration zu geben. Und ich hoffe natürlich, dass ich das dieses Mal wieder geschafft habe. Ja, nicht gleich verzweifeln, wenn es nicht sofort klappt. Übung macht bekanntlicherweise den Meister und ich freue mich aufs nächste Video mit euch. Tschüss!